Zeit. Ja, okay, aber was ist denn jetzt Ausdauer? Ja, das ist aber ein scheiß großes Areal hier. Hey, welche Chest? Hä? Achso. Ah. Ja, das ist aber echt ein scheiß großer Bereich hier. Der ist Wind, egal, das kriegen wir trotzdem hin. Ich hab ihn verwechselt. Egal. Macht nichts.
We got ourselves a shadow here. Ach, scheiße, wir können hier hoch. Prepare yourself. I'll go with you. Nicely done. Your enemy eliminated. Der hier. Prepare yourself. What next? I won't lose. I'm two. How can I finish the enemy? Gear up, you say. I got your back. What's next? Suck on that. This guy's the last of them. Yuri's taking one down. Go for it. I got it. What to do? Okay, jetzt geht's in 21. Auf dieser Ebene scheinen keine Gegner zu sein. Moment, was ist hier los? Auf der nächsten Ebene gibt es auch keine Gegner. Ah, das scheinen besondere Ebene zu sein. Wir müssen nach oben gehen, um sie zu untersuchen. Ja, no shit, danke schön. Ihr müsst nach oben gehen, um sie zu untersuchen. The other night, I woke up screaming Persona in my sleep. Please try not to do that in class or something. It'd be a hassle if people started asking questions. Rauf. What's this? Diese Ebene, es ist eindeutig, weißt du noch, Yuki? Erinnert ihr euch, dass ich erzählt habe, der Tartarus sei durch rissähnliche Grenzen in mehrere Bereiche aufgeteilt? Ich glaube, das ist eine dieser Grenzebenen. Okay, das sieht ja deutlich cooler aus als im Original. Ich spüre keine Gegner, würdet ihr euch also mal umsehen? Okay, interessant, sieht auf jeden Fall viel besser aus als im Original. Die Erweiterung des Stromnetzes ist abgeschlossen. Die Leitung erstaunt mich. Wozu braucht eine Insel? Jetzt kann man die Dokumente sogar lesen. Wozu braucht eine Insel, auf der es nur eine Schule gibt? So viel Strom. Dazu Newport Island, ne? Let's see. Es scheint weiter nach oben zu gehen, doch der Weg ist versperrt. Wir kommen im Augenblick noch nicht weiter. Machen wir für heute Schluss. Wir sind ein ganzes Stück vorangekommen. Glückwunsch, gute Arbeit. Das war's dann wohl, aber wie kommen wir an diesem Hindernis vorbei? Der Tartarus verändert sich jeden Tag, oder? Vielleicht ist der Weg morgen dann ja nicht mehr blockiert. Leider scheint diese Logik hier nicht zu gelten. Auf einigen Ebenen gibt es feste Strukturen und Grundrisse. Sowohl auch auf dieser. Vielleicht hat ein anderer Faktor das verursacht. Ich recherchiere. Wir müssen wohl einfach warten. Komm, hau mir ab, Makoto. Wenn du im Tartarus aufsteigst, erreichst du irgendwann Grenzebenen, die dich am Weiterkommen hindern. Da es keine Möglichkeit gibt, diese Barrieren aufzulösen, musst du auf den richtigen Moment warten. All right.
Ich sehe, dass du mit der Stärkung deiner Bindung und dem Streben nach Selbstverbesserung ein erfülltes Leben führst. Das ist weniger eine Belohnung als ein Geschenk an dich. Bitte nimm es an. Oh, hey, danke. Elizabeth belohnt dich gelegentlich mit einem Zielsegment, wenn du deine Sozialwert erhöhst oder neue Social Links bildest. Ich kann immer noch nicht sagen, wie groß dein Potenzial ist. Ich freue mich zu sehen, wie du noch weiter wächst. Have you all the elements you need? Ah ja, okay, da braucht man einfach hier diese ganzen Wilder rechts angezeigt werden. Please choose the personas you would like to fuse. This persona is powerful. This would be a wise choice. This persona is powerful. This would be a wise choice. Be a wise choice. What do you wish to inherit? Ah, okay, das kann man auch wieder machen. Ja, dann mache ich auf jeden Fall das hier. Und das. It appears it will receive a fair amount of extra power. A new power emerges. Das ist genauso wie bei 4, wo man dann ein paar Skills erben kann. In seltenen Fällen trägt eine neu erschaffene Person ein Item bei sich. Und Mabufu ist übrigens Ding. What kind of persona do you desire? You can't control this one yet. Are you finished? Mabufu ist Eis auf alle. Leider kein Level aufgestiegen, also das wird jetzt doch ein bisschen anstrengender, glaube ich. Kenji. Nee. Kurze Auffrischung. Was geht heute bei dir? Wenn du Zeit hast, lass uns irgendwo hingehen. Sag mir vor dem Nachmittag Bescheid, ob du kannst. Wäre es nicht witzig, wenn sich alle meine Knieprobleme nur als Wachstumsschmerzen herausstellen würden? Aber ehrlich, ich will echt noch weiter wachsen. Ich will ja kein Profi-Wrestler werden. Ach, du kannst meinen Reis haben, wenn du willst. Hier, nimm. Ich brauche nicht so viel Kohlenhydrate. Was hältst du mich für einen Brotfan, bloß weil ich meinen Reis nicht will? Also, das hätte ich nicht von dir, hätte ich echt nicht erwartet. Ich hatte dich nicht für einen Witzbold gehalten. Ach, verdammt.
Ich habe so einen Schmacht nach Reichs. Ihn vor mir zu sehen, ist Folter. Nein, ich muss dich zusammenreißen. Das ist das perfekte Mentaltraining. Nur zu, isst du nur, Yuki. Na los, hau rein. Ich komme ja. Wir hoffen, ihr habt einen wunderbaren Tag. Das Chagall sucht jemanden, der heute gewillt ist zu arbeiten. Schüler sind willkommen, keine Erfahrung nötig. Ja, da arbeite ich fast jedes Mal. So. Bin schon auf dem Weg. Aber ich brauche das Geld. Ja, verdammt, ich bin pleite fast. Ich habe einen berüchtigten Käfer gefunden, ja, okay. Und ich wurde gelobt. Gehalt erhöht, hier ist dein Gehalt für heute, gib nicht alles auf einmal aus. Letzter Tag der Golden Week. Wir haben ja heute frei. Falls du irgendwo hingehen willst, sag Bescheid. Ich habe bis nachmittags Zeit. Genau. Ich habe das Gefühl, dass wir uns dank der Magier-Persona näher kommen, Jack Frost. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber ich glaube, du brauchst eine Persona, um wirklich mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Wenn du von dem Arcana hast. Ich weiß nicht, ob du zwingend eine brauchst. Ist halt gut, wenn du eine hast. Alter, dieser Manga hat mich gerade auf einen super Plan gebracht. Damit erwische ich Frau Kano auf jeden Fall. Willst du ihn hören? Hm? Ja? Ja? Also, ich werde dir ja sagen, hey, Frau Kano, dieses Problem bereitet mir ganz schön Kopfzerbrechen. Sie wird dann sagen, oh, mach dir keine Sorgen, Tomochika-kun. Ich bin ja hier, um dir zu helfen. Überlass alles nur mir. Oh, und was meinst du? Perfekter Plan, oder? Ja, oder? Und wie das funktionieren wird. Tomochika ist begeistert. Na schön, machen wir mit unseren Forschungen weiter, damit ich mein Happy End kriege. Ich zähle auf dich, Alter. Wenn dir was Gutes einfällt, lade ich dich zum Essen ein oder so. Ach, genau. Welcome back. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich habe viel Geschirr gleichzeitig aufgeräumt, um neuen Gästen Platz zu machen. Die Golden Week ist vorbei, wie traurig. Weißt du, Hasen können vor Trauer sterben. Okay, erstens bist du kein Hase und zweitens nicht vor Trauer, sondern vor Appetitlosigkeit.
Was? Quatsch. Ich war mir sicher, dass es am gebrochenen Herzen liegt. Aber apropos traurig, ich habe neulich beim Naganaki-Schrein eine Grundschülerin gesehen. Die hat da ganz allein gespielt und sah total traurig aus. Hat mir richtig leid getan. Eine Grundschülerin spielt ganz allein beim Naganaki-Schrein. Ob sie wohl in Schwierigkeiten steckt? Ich habe heute echt keine Lust zu unterrichten. Gestern Abend habe ich ein TV-Special über Züge gesehen. Es ist immer toll, mit dem Zug zu reisen, nicht wahr? Im Schlafwagen zu fahren ist ein Traum. Wo wir schon beim Thema sind, lass uns doch über das rhombusförmige Instrument auf deren Dächern reden. Elektrizität fließt, wenn das Gerät Kontakt mit der Oberleitung herstellt. Yuki, du scheinst zu wissen, wovon ich hier rede. Mal sehen, ob das wirklich so ist. Okay. Wie nennt man das Gerät mit dem Strom von der Oberleitung in den Zug... Was? Wie nennt man das Gerät mit dem Strom von der Oberleitung in den Zug fließt? Das sollte normalerweise ein Stromabnehmer sein. Yes, that's right. Richtig, du bist besser informiert als gedacht. Oder vielleicht bist du auch nur ein Zugfan. Absolut. Merken wir doch an, oder? Die meisten modernen Züge werden mit Strom versorgt, indem der Stromabnehmer die Oberleitung berührt. Bei der Monorail befindet sich der Stromabnehmer allerdings versteckt unter dem Zug. Ja, das Mädchen machen wir auch irgendwann. So, von meinen Leuten ist keiner da und ich glaube die Trainerin auch nicht. Doch. Hi. Oh, hey, Yuki-kun. Heute ist kein Training, also könnten wir zusammen chillen. Hast du Zeit? Ja, weil ich möchte erstmal meine hier ein bisschen weiterkriegen und dann können wir ja nach dem ersten Vollmond wieder ein paar annehmen. Beispiel das kleine Mädchen, dann vielleicht noch Bebe. Und den Schülerrat können wir auch noch irgendwann machen. Wollen wir was essen oder zum Karaoke? Lass uns erstmal los. There was this one time I left some tissues in the pocket of my running pants. And then I washed it without realizing. Oh boy, did that make a mess. Oh, can you hang on a sec while I put my shoes on? Not again. It's the same stupid prank every time. Talk about unoriginal. Ein Joghurtspinn klebt ein Kaugummi. At least my shoes are safe. Going that far would have been crossing the line. After the first few times, I stopped counting. I was pissed off at first, but eventually I just got used to it. Getting worked up about this would just tire me out. It's not worth it. But if I catch her in the act, I am fully prepared to grab her and teach her a lesson. That was a joke, okay? I'm a nice girl, really. Come on, let's go. So I figured this might be a good time to update our team uniform. What do you think of switching to running tights? They say it reduces wind resistance. Hey, look over there. It's Nishiwaki-san. Is that your new boyfriend? On to the next one already, I see. Impressive, Nishiwaki-san. Hey, this is Makoto aus Persona 5. He's just a friend from the team. Come on. No need to act all polite in front of him. Just tell it how it is. I'm surprised you could even get such a handsome guy. Maybe I should become a team manager too. You've got it all wrong, as usual. Don't do it. You'll just be running around after everyone all day. And it's not very attractive for a girl to be so muscular, you know? Not so loud. Her boyfriend's like right here. I kind of feel bad for her. That's really what you want to do. I won't stop you. But you're better off looking for a boyfriend elsewhere. A manager is a busy job. You won't have time to go around sticking gum on people's shoe lockers. What on earth are you talking about? I haven't got a clue what that means. Of
course not. It was just a random example. What's wrong? Did I say something to offend you? Not at all. Hey, let's just go already. Sorry you got dragged into that. No, you shouldn't have to deal with that. Sorry. Oh, I should probably fill you in, or you get the wrong idea about me. Let's go sit down. That girl in the black tights? We went to the same middle school. Back then, there was this boy on the basketball team who asked me out, and we started dating. But, turns out, he was seeing her at the same time. When she found out, she said I stole her boyfriend. Even though I was a victim, too. She blamed me because I was the manager of the basketball team. Isn't that just ridiculous? And after I became the track team manager here in high school, that set her off on me again. But really, all I want to do is support others so they can be the best they can be. Remember the gum on my locker? That was probably her doing. She's definitely the type to hold a grudge. Oh, those girls have way too much time on their hands. All they do is complain and gossip. Why don't they do something more productive? They're the ones who should get a lecture from Makota. They're not putting enough thought into your future. Tell that to them, not me. Oh, that reminds me. Sorry for what they said about you. They called you my boyfriend. Must have made you feel awkward, huh? Yeah, thanks. But you should mind a little, right? I'm a high school girl after all, you know. Oh, right. Make sure you don't tell Kaz or anyone else about the two-timing thing, okay? You're the only one I've told. Oh, also, I broke up with that two-timing jerk a long time ago. Just so you know, you might be thinking, so what, right? Yeah, what am I saying? On. It's late. We should be getting home. I'll see you soon. Okay, gut, Leute, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Persona 3 Reload. Bis dann, ciao. Hi. Will ich mir das ein oder leiden wieder mehr Leute unter dem Bartwartier-Syndrom? Aus irgendeinem Grund fühle ich, dass etwas Schlimmes passieren wird. Hoffentlich bilde ich mir das nur ein. Es ist ja seit einiger Zeit ziemlich ruhig, also ist hoffentlich alles in Ordnung, oder? Ja, okay. Also bis dann und ciao.